Hallöchen. Hier ist es jetzt, glaube ich, so 10 nach 8. Ich bin die Einzige im Haushalt, die schon wach ist. Die kleine Maus genießt in vollen Zügen, dass sie Ferien hat. Die schläft sehr lange. Hubi schläft auch noch was. Sie müssen aber gleich aufstehen, weil heute wieder Schwimmkurs ist. Ich bin schon wach, weil ich jetzt gleich zum Putzen fahre. Ja, ich habe eigentlich Urlaub, aber das mache ich trotzdem immer noch. Und ja, ich versuche euch ja wieder so ein bisschen mitzunehmen. Mal gucken, ob es was wird. Da war ich schon So, wieder. für so was? Da war ich schon wieder. Na, man sieht dich aber nicht. So, für mich geht's jetzt los. Ich schwinge mich jetzt hier auf der E-Roller und dann geht's arbeiten. Hey. Ich bin jetzt angekommen. Also ich putze jetzt hier die Praxis und ja, bin jetzt ja, knapp 2,5 Stündchen beschäftigt. Danach geht's nach Hause und dann wieder zum DM. Ich brauche nämlich schon ein paar Sachen. So, ich bin jetzt fertig. Ich sitze gerade auf der Couch und muss jetzt noch den Müll wegbringen, das kleine Räumchen auskehren und danach gehe ich dann zu meiner Chefin und muss dann noch ein bisschen sauber machen und dann habe ich es heute auch schon geschafft. Okay. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe die Jäckchen wieder angezogen. Ich bin mit E-Roller unterwegs. Es ist zwar recht angenehm, aber auf dem E-Roller ist es dann doch was frisch. Ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Es ist, glaube ich, 11:45 Uhr. Ich muss mal was essen, weil. Oh, diese Haare. Ich habe heute nichts gegessen. Dadurch, dass ich einen Kaffee heute Morgen getrunken habe und dann keine Zeit mehr hatte, habe ich nichts gegessen. Ich habe mir jetzt Mais gemacht mit so ein bisschen Butter, Salz und Käse überbacken. Und ein Vollkorntoast mit Tomate drauf. Das wird safe zu viel sein. Aber ich habe so Hunger und dann kommt so mein dickes, denkendes Gehirn noch und oh, das isst du. Und ich muss mir das dann auch machen, weil ich Lust darauf habe. Aber den Rest werde ich gleich wieder in den Kühlschrank stellen. Ich kenne mich. Ja. Wenn ich gegessen habe, geht es dann zum DM. Hier seht ihr mein Essen. Das war in der Mikrowelle richtig schön geschmolzen, der Käse und das Vollkorntoast. Und wenn jetzt jemand kommt mit. Aber Toast ist nicht so gesund. Die erste Zeit nach der OP darf man wirklich nur Weißbrot essen. Und das ist Toastbrot. Weil man die erste Zeit gar keine Körner essen darf. Und weil der Magen das noch nicht so verdauen kann. Für manche, die jetzt gucken und mich gar nicht kennen, ich habe einen Magenbypass, mir ist der Magen verkleinert worden. Und Vollkorntoast ist wirklich das einzige Brot, was ich zu 100% vertrage. Ich will schon nicht dieses Weiße nehmen, weil das nicht so lange sättigt. Nehme dann Vollkorntoast und ein anderes Brot, das liegt wie Blei im Magen. Außer frisches Brot, wenn ich das beim Nobis hole, so ein Körnerbrot oder sowas, das vertrage ich auch, aber auch nicht immer. Das ist auch das Problem. Es gibt. Was? Was sagst du? Ja, es geht am Freitag. Jetzt kann ich es auch schon im Vlog sagen. Am Freitag wird Pummelparty gespielt, Leute. Freitag. Es geht jetzt auf zum DM. Nicht alleine. Hier, meine Wende kommt mit, meine Tochter. Die hatte zwar keinen Bock, aber wir sind so gute Eltern, wir haben sie gezwungen. Sie muss mit. Wir sind jetzt hier unterwegs. Wir wandern. Na, Schatz. Du hast keinen Bock, ne? Bist müde, sagst du gerade. Müssen wir jetzt noch hier lang. Also 2, 3 Minütchen sind wir da, ne? Wir sind mittlerweile wieder zu Hause, aber für mich geht es jetzt direkt wieder los. Ich gehe den Bikini umtauschen von der kleinen Maus. Der ist doch eine Nummer zu klein. Ich brauche den Nummer größer. Ich hoffe, dass sie den bei uns hier um die Ecke noch haben. Ja. Ich geh weg, Kater. Ja, geh dann jetzt los und dann kochen wir gleich mal was. So, ich bin jetzt gerade beim Lidl raus. Ich habe den zum Glück umgetauscht bekommen und die letzte Größe noch ergattert. Jetzt muss sie gleich nur gucken, ob der passt. Ich hoffe es. Ich bereite jetzt hier so langsam das Essen vor. Hier steht das Wasser schon auf für den Reis. Hier habe ich Putenbrust aufgetaut. Die schneide ich jetzt zurecht. Die wird dann geschnitten und angebraten Gewürz und dazu gibt es eine leckere Soße aus Honig und Sojasauce. Das Wichtigste habe ich fast vergessen. Blumenkohl, den muss ich ja auch noch schneiden und das Wasser muss auch für Blumenkohl kochen. Ja, okay.
Ich muss ja sagen, ich liebe Brokkoli, aber ich hasse es, wie es danach immer aussieht. Ne? So, ich bin ja eh schon faul, was es angeht, dann wieder alles sauber zu machen. Aber eine Brokkoli? Bäh, ätzend. Hier ist schon mal was Sojasauce mit Honig drin. Normalerweise kommt da noch Speisestärke rein. Ich weiß nicht, wo die ist. Wir haben ein ganzes Päckchen Speisestärke. Ich habe ideal für leckere Gebäck. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Einen Moment. Da ist sie, da ist die Speisestärke. Da kommt auch noch was mit rein, damit das halt fester wird. Wisst ihr, wie ich meine? Und da kommen gleich noch Sesamkernsteine. Da kommt jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Paprikagewürz rein. Dann war es das auch schon. Das Fleisch brutzelt jetzt hier. Der Reis köchelt und das Wasser muss jetzt auch noch, aber das kocht gleich. Und hier ist die fertige Soße und ich habe wieder mal geschlabbert. Na, super. So, der Brokkoli ist drin. Der köchelt jetzt aber auch nur. Ich muss gucken, wie lang. Scheiße. Genau, der soll nur 7 bis 8 Minuten darin garen, der Brokkoli. Und dann ist der fertig. Das ist das Gute daran. Das Fleisch ist jetzt gewürzt, durchgebraten. Da kommt jetzt gleich die Soße drauf. Und dann wird das köcheln, also auf geringer Stufe köcheln gelassen, bis die Soße so ein bisschen cremiger wird. Und dann kommt noch Sesam mit rein. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen viel Sesam reingemacht. Ein bisschen. Aber ja, das köchelt jetzt noch so 2 Minütchen und ich bereite dann schon mal die Teller vor. Und dann kommt der Rest gleich da drauf. Das ist jetzt unser Essen. Das ist Reis mit dem Hähnchen. Ich habe einen kleinen Teller. Hier gibt es die größere Portion. ne, wegen Magen-OP und so. Und ja, wir lassen es jetzt schmecken. So, wir sitzen jetzt mittlerweile hier, sind gut gesättigt. Ich habe die Spülmaschine schon eingeräumt und lasse die laufen. Und interessanter wird es heute hier nicht. Wir gehen jetzt gleich an den PC, dann wird gestreamt. Und zwar wieder Fortnite. Wir haben den Battle Pass. Leute, es muss leider sein. Und, ne, ich sag's nochmal, ich schreibe es auf den Discord, Freitag Pummelparty. Freitag gibt es Pummelparty, Leute. Könnt ihr euch drauf freuen? Dann wünsche ich euch noch einen Yay. schönen. Was? Yay. Der Hubi muss mitspielen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und bis gleich, vielleicht im Stream. Ciao! -i.